Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute einmal erzählen, warum mein Mann nicht so sehr damit einverstanden ist, dass ich YouTube mache. Und für viele, die mir schon lange folgen, die wissen wahrscheinlich schon warum oder können es sich auch denken, wenn ihr mir nicht folgt. Aber er ist jedenfalls nicht so davon begeistert. Ich glaube, das merkt man auch immer so ein bisschen, wenn man ihn sieht in der Kamera. Ich glaube, ihr werdet auch nie erleben, dass er Hallo sagt oder freundlich irgendwie jemanden begrüßt oder so, wie das vielleicht viele andere Ehemänner machen, wenn ihre Frauen vloggen oder wenn sie familiär sozusagen unterwegs sind auf YouTube vloggen. Er findet das nicht so gut, dass ich mich in der Öffentlichkeit präsentiere und dass ich unser Familienleben ins Internet stelle. Denn trotzdem ich natürlich nur eine kleine Abonnentenzahl habe mit knapp über 6.500, ist es ja trotzdem so, dass viele Menschen eben die Voice Mama gucken. Und es ist auch gar nicht so selten, dass wir angesprochen werden oder dass wir erkannt werden oder ich erkannt werde. Und das Ganze ist, glaube ich, für ihn so alter, ist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Und ich glaube, das ist alles für ihn nicht so ganz nachvollziehbar, warum man das machen muss. Ja? Ich habe natürlich schon öfters erzählt auf YouTube, dass wir natürlich eine gemeinschaftliche Ehe führen. Wir natürlich, jede Ehe ist gemeinschaftlich, aber wir sind trotzdem, wir eigentlich so auch die typische klassische, ich sag's irgendwie so komisch, ich glaube, so ist besser, ne? Ich habe mir die Haare auch nicht gekämmt, da ist so gut, so Zuppel raus, das nervt mich gerade. Ich glaube, ihr habt schon oft gemerkt, dass wir eigentlich so ein bisschen traditioneller leben. Also es ist jetzt nicht so bei uns, dass ich so richtig gut emanzipiert bin und wir alle sozusagen das moderne deutsche Leben hier führen, sondern es ist eher schon hier bei uns in der Familie so, dass es die klassische Rollenverteilung ist. Ich, Haushalt, Kinder und auch noch vieles mehr, was eigentlich... wo man sagen könnte, okay, da kann man das eine oder andere dann auch machen. Und mein Mann geht halt arbeiten und braucht grundsätzlich im Haushalt gar nichts zu tun. Ja, das habe ich schon öfters erklärt. Da können wir vielleicht noch mal ein anderes Video drüber drehen. Das würde jetzt hier zu weit führen. Mein Mann ist aber zum Glück so, dass er das trotzdem freiwillig sehr oft macht. Ihr habt ja aber das seht ihr ja sicherlich auch in den Vlogs immer. Nur das Ding ist halt, dass wir, trotzdem wir dieses traditionelle Leben führen, ja, ich sozusagen schon so ein bisschen immer unten bleibe. Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wir sind zwar gleichberechtigt, logisch, ja, oder nicht logisch, jedenfalls, wir sind schon gleichberechtigt und ich setze meine Wünsche und meine Ziele sehr vehement auch durch, wenn ich die habe, aber grundsätzlich bleibe ich unter meinem Mann. Ja, das ist immer bei uns so gewesen und das bleibt auch so. Er hat zwar das allerletzte Wort, selbst wenn es jetzt so große Entscheidungen geht, aber wir haben es, glaube ich, noch nie so gehandhabt, dass er einfach entscheidet, ohne mich zu fragen oder dass er meine Wünsche nicht respektiert oder zumindest nicht mit in Betracht zieht. Also wir treffen schon alle Entscheidungen auch gemeinsam, ja. Und es ist ein Geben und Nehmen bei uns, sodass, wie gesagt, ich meine Wünsche auch so durchsetzen kann, dass ich sage, ich glaube, wir sind einigermaßen gleichberechtigt in dieser Beziehung auch, die wir führen, obwohl sie sehr traditionell gehalten ist. Ja, das muss man einfach auch schon mal so sagen. Da kann man vielleicht noch mal extra drüber reden in einem gesonderten Video. Und dementsprechend habe ich meine vielen kleinen Verrücktheiten, die ich so in meiner Karriere schon durchgesetzt habe, auch erfolgreich bei ihm durchgesetzt. Ja, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Hätte ich meinen Mann gefragt, hätte ich mit Sicherheit die Erlaubnis für YouTube nicht bekommen. Hätte ich meinen Mann gefragt, hätte ich ganz bestimmt niemals Instagram-Fotos machen dürfen. Hätte ich meinen Mann gefragt, hätte ich niemals einen großen Schäferhund haben dürfen. Hätte ich meinen Mann gefragt, hätte ich dies nicht gehabt, dies nicht und jenes und das nicht. Er hätte überall abgeraten, hätte überall gesagt, nein, das möchte ich nicht.
Aber wir sind schon immer so gewesen, dass wir beide und dass gerade auch ich, ja, er aber auch, da steht dann nicht, steht er mir eben nichts nach, gerne auch meinen Dickkopf durchsetze. Also wenn ich YouTube machen möchte, dann mache ich das, ja. Auch wenn da viele, ist mein Mann nicht der Einzige, auch meine großen erwachsenen Kinder finden das alles gar nicht so gut, die meisten jedenfalls nicht. Und finden es nicht so toll, dass da Fotos von ihrer Mama, gerade auf Instagram war das ein Problem, inzwischen auf YouTube. Es haben sich halt alle dran gewöhnt. Ja, ich mache das schon ewig und 3 Tage und gefühlt, jeder hat sich da dran gewöhnt. Aber jeden oder viele, die du fragen würdest, wenn ich sie, wenn, dann würden sagen, nee, Mama, also das wäre schon ganz gut, wenn du das nicht mehr machst. Ja, obwohl sie es schade finden, weil meine fleißigsten Zuschauer sind natürlich, ist natürlich meine Familie, das ist klar. Nur mein Mann wird davon nie 100% überzeugt sein. Wir haben erst vor ungefähr 2, 3 Monaten, also das letzte Mal hier, war wieder eine Diskussion gehabt darüber. Und ich muss meinen YouTube immer wieder verteidigen und ich muss immer wieder sagen, doch, es bringt mir aber Spaß und ich möchte das machen. Manchmal akzeptiert er es mehr, manchmal weniger und manchmal, gerade wenn irgendetwas passiert, wenn zum Beispiel jemand von unseren Verwandten in die Kamera kommt und dann, wir hatten das ja in Churum, ihr erinnert euch, dann gibt es diese Diskussion von neuem und ich muss mich wieder durchsetzen, ich muss wieder Argumente finden, muss wieder sagen, dass ich aber auch einige Dinge gerne so machen möchte, wie ich sie möchte. Ich muss ein paar Rückschritte machen, kann dann vielleicht dann auch wieder vorwärts gehen. Das ist es ist immer ein Geben und Nehmen in unserer Beziehung. Ja, er macht viele Dinge, die ich vielleicht nicht so gut finde und die er gerne möchte und umgekehrt genauso. Und so haben wir es immer gehandhabt in unserer fast 40-jährigen Beziehung. Und insofern wird es sicherlich auch bis zu unserem Lebensende, inshallah, so weitergehen. Mal haben wir größere Diskussionen, manchmal auch Streit und manchmal ist es auch alles gar nicht schön. Aber bisher haben wir es immer geschafft, dass wir da auf einen Nenner gekommen sind. Und mal hat er recht behalten in dem, was er mir empfohlen hat oder nicht empfohlen hat. Und mal habe ich recht, indem ich gesagt habe, komm, das und das wäre jetzt aber nicht so schön, wenn du das so machst. Und er macht es trotzdem und dann geht es in die Hose und umgekehrt natürlich bei mir genauso. Und mit YouTube ist es eben so, dass ich ja nicht nur mich ins Internet stelle, sondern auch mein direktes Umfeld, ja, nämlich ihn, meine Kinder, mein Lebensumfeld, mein Lebensstil, das, was ich sage, meine Meinung, das, was ich denke. Und das ist ja viel, was ich denke und was ich viel zu erzählen habe. Ich bin ja auch nicht so, dass ich nur Vlogs mache. Ja. Ich mache ja allen möglichen Kram. Ja. Ich zeige meine Hunde, ich zeige meine Umgebung, ich zeige, ich rede über irgendwelche Dinge. Ja. Und insofern ist es ja nicht nur so ein bisschen YouTube. Ich mache es ja volle Pulle. Ne? Und das war nicht immer so, aber inzwischen hat sich das so herauskristallisiert, dass ich da jetzt Bock drauf habe, dass ich es machen möchte. Mein Mann weiß aber auch genau, wie ich ticke und weiß auch genau, dass es von heute auf morgen total, kann alles vorbei sein. Ich höre auf, das ist nur ein kleiner Knopf in meinem Kopf, der wird dann einfach runtergedrückt, der Schalter, und dann höre ich auf und dann ist es vielleicht sogar für immer und ewig vorbei. Das ist kein Problem. Ich bin zum Glück ein Stehaufmännchen, Alhamdulillah. Ich denke mir immer wieder neue Sachen aus. Das war mit meinen Perücken so, es war mit meiner Malerei so, es war mit meinem Basteln so. Es war mit allen möglichen Dingen so, die ich in meinem Leben mal als Verrücktheit angefangen habe. Mit meinem Nähen so, mit meinem Schminken so. Es gibt so viele Dinge, die ich anfange und wieder aufhöre. Und das kennt er schon. Und YouTube hat sich inzwischen ja über viele Jahre etabliert in unser Leben. Und wenn das morgen vorbei ist und wenn ich denke, ich möchte das nicht mehr machen, dann bringe ich mich nicht um. Ja, das ist für mich dann eben ein Hobby weniger. Und dann denke ich mir was Neues aus, was ich dann machen möchte und wo ich dann meine Zeit investiere. Und davor hat er dann viel mehr Angst oft, was ich mir da wieder für Verrücktheiten dann als Neues ausdenke. Deswegen glaube ich, er ist schon touché damit inzwischen. Aber mögen tut er das nicht, ja. Und ich glaube auch, es gibt wenig türkische Männer in dem Alter, die sagen, okay, also ich habe nichts dagegen, dass meine Frau sich und seine Familie, die Familie und die gesamte Familie mit so vielen privaten Einblicken ins Internet stellt, wie ich das mache. Da ist er schon sehr human, glaube ich, und sehr gut von mir erzogen, würde ich mal sagen, dass er damit einverstanden ist. Ja, das machen, glaube ich, nicht viele Männer in dem Alter. Jedenfalls in türkischen Männer, ja. Ich bin sehr dankbar dafür.
Aber natürlich gibt es auch viele Dinge, die ich tue und die ich auch nicht so gut finde. Und das kann ich nur immer wieder sagen. Die Ehe ist kein Selbstläufer. Man muss dran arbeiten. Wir sind, wie gesagt, fast 40 Jahre zusammen und da hat man eine Menge durchgemacht. Viele gute Zeiten, viele schlechte Zeiten. Und da weiß man sich gegenseitig auch zu nehmen und nicht immer ist es einfach. Vieles, da kommt man auch auf keinen Nenner. Ne? Das ist dann eben so. Da muss man mal sagen, okay, ich akzeptiere das. Oder ich gucke einfach nicht hin, ne? Wie es vielleicht hier mit mir mit YouTube macht, dass ich die Kamera auf meinen Mann halten darf. Das ist erst seit kurzem der Fall. Das wisst ihr sicherlich. Vor einem halben Jahr noch kannten die wenigsten von euch meinen Mann. Und ich bin sehr dankbar und liebe ihn auch dafür, dass er meine Verrücktheiten alle mitmacht. Und schätze das sehr, ja, dass er das für mich macht. Noch vor 2 Monaten haben wir nämlich auch darüber diskutiert, dass ich ihn bitte nicht so viel aufnehmen soll. Und er hat aber sich trotzdem einverstanden erklärt, dass ich ihm bei der Arbeit und Ähnlichem auch beim ja, Spazierengehen filmen darf. Ich möchte, dass mein Mann an meiner Seite gesehen wird. Ja, ich möchte, dass er in der Kamera präsent ist. Das ist einfach ein persönlicher Wunsch von mir. Er hat ihn akzeptiert und dafür bin ich auch sehr dankbar. Mein Lieben, ich hoffe, dass ich so ein bisschen habe erklären können. Natürlich ist es auch nicht ganz so vielleicht gerecht und in Ordnung von mir, dass ich ihn so ein bisschen überredet habe, aber ich finde es trotzdem schön, wenn mein Ehemann zu sehen ist, ja, und nicht nur ich oder meine Kinder finde das besser und es beruhigt mich ein wenig und ich möchte, dass die Menschen wissen, dass mein Mann an meiner Seite ist. Ich hoffe, dass man das so ein bisschen auch verstehen kann. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.